Willkommen zu unserem Saisonfinale Nummer 3 hier in Las Vegas. Besser geht's nicht. Wir starten direkt in das Rennen. Abonniert gerne kostenlos den Channel, lasst kein Däumchen oben da und let's go. Finale, ihr habt vielleicht die Ansicht bemerkt, mein Aufnahmeprogramm hat ein bisschen Bug drin gehabt, weswegen ihr hier leider nur die Replay bekommt. Jetzt geht's los hier, Turn 1. Wir können auch hier die Führung behaupten. Nachdem wir auch die Pole Position geholt haben, läuft das bis jetzt eigentlich mit einem perfekten Wochenende. Also wir haben bis jetzt alles geholt, was geht. Und wir sind auch im letzten Rennen tatsächlich zum ersten Mal Weltmeister geworden. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut gerne oben rechts vorbei und abonniert auch gerne, wie gesagt, den Channel. Jetzt geht's hier zu Thier. Er ist eine extrem riesigen Kugel, die ja alles anzeigen kann, was man sich nur vorstellen kann. Und die ist dann halt wirklich schon extrem geil, oder? So, wir kommen hier toll raus. Es scheint so, als ob auch hier die Konkurrenz noch nicht mithalten kann. Das ist mal gut, aber ich hatte natürlich den meisten Schiss von dieser ewig langen Geraden, die jetzt hier folgen wird. Also da wird die KI schon, ich glaube, nach Runde 3, wenn wir nicht aus dem Sekundenfenster draußen sind, wird die uns richtig hier nerven oder halt richtig hier aufholen. Da bin ich mir fast sicher. Und deswegen möchte ich natürlich aus dem DS-Fenster raus die ersten drei Runden. Und ich glaube, das heutige Rennen beinhaltet, trotz des, dass eigentlich ja der Titelkampf entschieden ist, auch noch Spannung. Denn McLaren kann sich noch uns in der Konstrukteurswärme schnappen. Und wir wiederum können aber leider nicht Ferrari oder Mercedes noch schnappen. Das ist leider nicht mehr möglich. Und das war schon die erste Runde hier in Las Vegas. Eine coole Strecke. Also wirklich, da hat man sich was ausgedacht. Und da bin ich auch richtig stolz auf diese Strecke. Und ich freue mich schon. In knapp einem Monat geht's los. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Start-Replay an. Die starten aus der Kurve da hinten. Und wir kommen besser weg als Max Verstappen. Und ja, die McLaren sind nicht so stark. Also da haben wir einen jetzt aktuell mal auf den dritten Platz. Und ja, Max hat da direkt den Start erkannt, hat da direkt mithalten und zurückhalten können. Falls ihr wissen wollt, wie nah der hinter uns ist, guckt einfach in die Rückspiegel. Also der ist, ja, weiter hinten. Ich würde fast sagen, eine halbe Sekunde ist der da hinten. Und das ist auch gut so. Das ist tatsächlich sehr gut. So Leute, wir sind jetzt hier in Runde 4 bereits und ja, die KI hat es bis jetzt nicht geschafft. Wir haben auch ein bisschen mit sich zu kämpfen gehabt. Wir haben hinten gesehen, da war ein Fight zwischen den McLaren und zwischen Max Verstappen. Ich glaube, das ist Bottas und das ist natürlich Red Flag hier und das ändert natürlich noch einmal alles. Wir müssen noch einmal starten und sparen uns einen Boxenstopp. Das ist aber, ja, wir gucken uns mal die Replay an. Nein, gucken wir uns nicht. Wir gucken uns den Start an. Start Nummer 2, Runde 7. Wir kommen, naja, weg, muss ich sagen. Also, da links sticht schon mal einer rein. Aber das geht sich nicht aus. Valtteri Bottas hat sich hier behauptet und ist jetzt Zweiter. Das ist natürlich eine komplett andere Geschichte jetzt hier. Ah, das ist natürlich gar nicht gut. Jetzt ist halt der McLaren da wieder ganz nah an uns dran. Wir müssen hier abdecken. Links zupft er raus und probiert da tatsächlich reinzugehen und wir können uns gerade noch so mit der Innenlinie behaupten. Das ist natürlich genau das, wovon ich die ganze Zeit gesprochen habe. Das ist genau die Situation, die wir nicht wollten. Wir gucken uns hier noch einmal
den Restart an, also den Re-Standing Start. Und der war eigentlich unheimlich gut vom Bottas. Der ist richtig, richtig gut weggekommen und hat doch hier in Turn 1 kaum Fehler gemacht. Also der hat da richtig drauf gehalten. Und ich glaube, wenn wir nicht einen ähnlich guten Start gehabt hätten, dann wäre das locker für Bottas ausgegangen. Und hier, ja, da war er dann auch knapp bei Hatton im besseren Exit aus T3 und ist dann auch nebeneinander mit uns da reingegangen. Da konnten wir gerade noch so uns wagen. Ich mache da immer auch ein bisschen Sicherheitsabstand von der Mauer, denn ich habe ein bisschen Schiss von dieser Mauer. Und Runde 7 hier, ja, wir sehen auf jeden Fall, Bottas kann mithalten. Ja, da kommt die Berührung mit der Mauer. Ich mag die Kurve nicht besonders. Die verleitet auch ein bisschen dazu, hier, ja, eine dumme Linie zu fahren. Hier ist 10 Mittel, Schwierigkeit 95 für alle, die die Randinformationen sehen werden. Und mir fällt gerade auf, dass das eine richtig blöde Strategie von mir war. Denn hier mit den gelben Reifen reingehen, da musst du halt wirklich sehr verrückt sein. Ich weiß nicht. Runde 7, 11 Runden mit Gelb. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich sich ausgehen wird. Werden wir auf jeden Fall am Ende sehen. Ich möchte eigentlich oder ich werde nicht mehr in die Box gehen. Außer es passiert wirklich nochmal Red Flag oder so. Aber davon gehe ich, denke ich mal, nicht aus. Safety Car wird nicht reichen, um uns hier, ich kann mich nicht so absetzen, um mit dem Safety Car uns hier einen Reboxen-Stop rauszuholen. Das geht nicht. Wir sind in der 8. Runde von 18 und weiter hinten. Lance Stroll hat sich die roten Reifen geholt. Das ist natürlich eine interessante Sache, würde ich mal sagen. Denn Lance Stroll, der ist, glaube ich, jetzt nicht der beste Fahrer. Und dem auf 11 Runden mit dem roten Reifen zu sehen, da bin ich schon sehr gespannt. Ich glaube aber auch nicht, dass ich das rein rechnerisch ausgehen wird. Also, wenn er das schafft, hat er für mich einen Orden verdient. Also 11 Runden lang mit dem roten Satz, das ist schon eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Das auf einer Strecke wie, ja, es ist ja nicht Monaco oder so, es ist eine Strecke wie Las Vegas, die ewig lang ist und wir sind jetzt hier auch in der 11. Runde immer noch führender. Hinter uns hat sich eine kleine Lücke gebildet, knapp 3 Sekunden. Woher weiß ich das Ganze? Ich bin ja natürlich das Rennen gefahren und weiß auch zu welchem Zeitpunkt die KI ein bisschen weiter weg war. Also jetzt ist das interessant, würde ich mal sagen. Wir können hier tatsächlich easy, würde ich mal sagen, den Sieg holen. Weil sich Bottas und Verstappen nicht einig werden. Boah, da gab es die Verwarnung, zu Recht. Und da bin ich auch sehr, sehr entspannt. Und da freue ich mich. Wir haben noch 7 Runden zu gehen. Es ist noch eine lange Distanz. Also wir haben circa jetzt nicht mal noch die Hälfte der Distanz der gelben Reifen. Es sind, wie waren wir drin? 7. Runde. Also noch 2 Runden und dann haben wir gerade mal 7 Runden gefahren. Eine Runde, ja, wir sind jetzt circa in der Mitte des Stints und da wird es jetzt fangen die Reifen schon zu rutschen an und ja, ich würde mal sagen, so ab Runde 15 heißt es, Ende 15 heißt es dann nur noch, rette sich wer kann, weil das wird dann wirklich eine rutschige Partie werden. Jetzt aber mal zurück hier, die Sphere, sehr, sehr geil, da freue ich mich auch schon, wenn die Formel 1 da vorbei cruist. Bei uns ist das natürlich leider nicht so spektakulär, denn wir müssen uns das Rennen irgendwie um 7 Uhr früh angucken und das ist dann halt, ja, semi-cool. Also ich hätte mir da auch gewünscht, dass man sich eventuell ein bisschen was einfallen lässt, aber hat nicht ganz, also es ist natürlich cool für die Leute dort, dass die am Samstagabend zur Primetime sozusagen 20 Uhr oder so ein cooles Rennen geboten bekommen, eine coole Action, geile Kulisse. Und ich glaube 22 Uhr oder irgendwie Montag früh 7 Uhr wäre auch in Europa, glaube ich, nicht machbar. Ich glaube, wegen denen hat man das auch auf 7 Uhr Samstagabend gemacht. Und das könnte dann auch sehr, sehr interessant werden, wie sich das Ganze verändern wird. Das heißt, kein Sonntagrennen für die Fahrer eigentlich. Die werden dann einen komplett anderen Rhythmus drin haben. Die werden ja irgendwie Qualifying am Freitag fahren, Training am Donnerstag, also das ist sehr interessant, das wird sich alles noch zeigen. Runde 15 von 18 und im hinteren Spiegel kommt schon Max Verstappen angeschossen. Der ist jetzt, hat sich schon ein bisschen was vom Vorsprung abgeknabbert und ich glaube auch, dass das bis zum Ende des Rennens jetzt richtig knapp werden wird mit den Jungs. Wie gesagt, einen Monat dauert es noch, bis auch die Formel 1 hier fährt
Und da freue ich mich wirklich schon unnormal drauf. Das ist eine geile Kulisse und ich glaube, das kann auch der Formel 1 echt helfen. Aber meiner Meinung nach gehört ein USA-Rennen raus. Miami oder Texas. Für was für ein Rennen wärt ihr? Ich wäre ehrlich gesagt für Miami. Die Kulisse ist zwar auch geil, aber die Rennen sind unheimlich langweilig. Also Texas bietet da echt mehr Action mit diesen langen Geraden, mit vielen Kurven, wo man echt auch überholen kann. Turn 1 und so weiter. Da ist halt wirklich Miami fade. Das ist wirklich scheiße langweilig. Die Rennen bieten kaum Action. Man hat nur diese eine etwas längere Geraden. Und im Mittelsektor kann man auch nicht richtig überholen bei dieser Geraden. Jetzt sind wir durch. Runde 16 geht los. Und wie gesagt, ich glaube auch jetzt wird so circa dieses Rutschkonzert beginnen. Also ich merke auch schon teilweise, du merkst ja natürlich auch beim Fahren, dass du dann richtig zum Rutschen beginnst an der hinteren. An der einen oder anderen Stelle wird es richtig, traktionsmäßig richtig schlimm. Aus diesen langsamen Kurven raus ist dann wirklich schon extrem. Und auch hier, dieser Mauer will ich nicht mehr zu nahe kommen. Denn ich glaube, beim Rausbeschleunigen bekommt man schon einen leichten Heckrutscher oder so. Da bin ich mir nahezu sicher. Ja, jetzt hier, da gibt es die zweite Verwarnung. Jetzt in der Hitze. Und gelbe Flagge. Da gucken wir uns auch mal die Replay an. Ja, warum das hier so nah hingezoomt ist, ich habe keine Ahnung. Wir waren ja nicht mal an der Mauer dran. Dann geht es hier letzte Kurve, Runde 12 raus. Ja, es sind schon geile Aufnahmen. Wie gesagt, sorry, dass es leider heute nicht so viel Action gibt. Ich glaube aber, dass tatsächlich die letzte Runde noch einmal interessant werden könnte. Max Verstappen ist... der ist jetzt wieder weiter weg. Der ist, ja, circa 2 Sekunden hinten. Da müsste ich schon einen Gruppenschnitt einbauen, dass der mich hier noch holen wird. Die Strecke an sich wirklich toll, hat immer Spaß gemacht und ich freue mich wirklich auf die nächste Season mit euch. Danke für euren Support, wir sind Weltmeister geworden. Natürlich stecke ich mir jetzt noch das Ziel für die nächste Season, die zugegebenermaßen nur 16 Rennen umfassen wird. Boah, da war ich ganz, ganz nah an der Mauer dran. Die nur 16 Rennen umfassen wird, stecke ich mir da jetzt wirklich das Ziel, beides zu holen. Konstrukteurs- und Fahrertitel, das wäre cool, das wäre top. Und ich glaube, dann könnten wir mit einem neuen MyTeam-Projekt anfangen. Denn ich habe schon im Hinterkopf ein neues Projekt, das tatsächlich dann auch, glaube ich, einiger von euch gefallen wird. Hier war Max Verstappen noch einmal ganz nah dran. Es geht über die Ziellinie und habt es gemerkt, ab hier konnte ich dann auch noch wieder mit den richtigen Audi aufnehmen. Wir gewinnen das Rennen, das Saisonfinale hier in Las Vegas. Geile Scheiße, wirklich. Das Rennen hat unheimlich Bock gemacht. Gucken wir uns die Siegerehrung an. Ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Eine sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Das war ein interessanter Grand Prix, das ist sicher. Sehr, sehr cooles Ergebnis und ich glaube, das setzt doch so ein bisschen den Stempel drauf, dass wir wirklich zum Schluss hin alles gegeben haben. Max hat sogar noch Leclerc überholt, wir sichern uns den vierten Platz, aber wir werden uns natürlich auch das noch angucken. Wir sind, ja, knapp war es dann zum Schluss doch nicht, eben weil auch Verstappen Zweiter geworden ist und Bottas nur Fünfter. Auch Stroll hat seine Reifenstrategie, ich glaube, der ist auch gar nicht, doch, Stroll hat seine Reifenstrategie, ja, eher... nicht viel gebracht, das hat mehr gekostet als sonst was. Lando Norris hat zum Schluss hin wirklich deutlich an Leistung verloren. Deutlich hat er da für mich zu wenig Leistung gebracht und weswegen wir uns auch von ihm trennen werden. Wer wird unser nächster Fahrer werden, das erfahrt ihr noch im heutigen Video. Also seid auf jeden Fall dran, abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst ein Däumchen oben da. Ja, noch einmal die letzten Entscheidungen treffen für die nächste Season, aber leider geht da kaum was kaufen. Ich würde auch mal gerne in Strapazierfähigkeit, aber vor allem auch in Antrieb investieren. Jetzt skippen wir mal das ganze. Vertragserneuerungen kommen vor Saisonende. Das sprich, wir haben auch wenig Budget, über nur 7 Millionen. Naja.
ist jetzt nicht optimal gelaufen, dann nehmen wir das 2000 und wir werden dann wirklich mit der Spitzengruppe fast in Antrieb auf einer Augenhöhe. Jetzt gehen wir mal hier in die Teamverhandlungen und mir ist klar, wir werden nicht mehr Lando Norris Vertrag verlängern, weil wir auch nicht die 11 Millionen haben, sondern nur 9 Millionen. Nigel schon wieder. Philippe Massa wird es noch geben, auch Jack Doohan wäre noch eine Option. Ich wäre natürlich für Ayrton Senna, ich habe mir gedacht, vielleicht kann man ihm weniger bieten, aber nein, man braucht die 10 Millionen Minimum, das ist natürlich ein Pech. Da müssen wir leider zu diesen Gammel-Icons gehen, Weber, Lawson, Sargent, Button, Häkkinen, Villeneuve. Und ich dachte mir da doch auch, weil Massa gerade so ein bisschen im Gespräch ist, wegen seines 2008er Weltmeistertitels, der ja ihm gehört, werden wir uns vielleicht Philippe Massa catchen und vielleicht funktioniert's? Tatsache, Philippe Massa wird also in der nächsten Season für unser Team an den Start gehen und damit haben wir die nächste MyTeam-Icon und vielleicht sogar zukünftigen Weltmeister. Das werden wir auf jeden Fall noch in dieser Season klären können, denn am 15. November endet das Ultimatum, dass Massa unser Team, sein einmals Team an die FIA und FOM gegeben haben, dann sollte ihre interne Untersuchung abgeschlossen sein. 27 Millionen gibt es und jetzt haben wir all in all 31,4 Millionen, um unser Team für die nächste Season noch mehr abzugraden. Zugegebenermaßen finde ich, ist eine eher maue Summe, aber seid auf jeden Fall gern morgen oder übermorgen dabei. Wenn es hier wieder weitergeht, abonniert gerne kostenlos den Channel und lasst gerne einen Daumen nach oben. Bis dahin, bis morgen oder später und ciao.